Hallo, heute zeige ich Ihnen, wie Sie diese leckeren Doppelwecken nachbacken können. Am Tag zuvor bereiten wir unseren Vorteig her. Dazu nehmen wir Weizenmehl, Wasser und Hefe, verrühren das Ganze mit einem Kochlöffel und lassen das abgedeckt 1,5 Stunden bei Raumtemperatur stehen. Danach tun wir das anschließend über Nacht einfach in den Kühlschrank stellen. Für unseren Hauptteig benötigen wir dann folgende Zutaten. Unser Vorteig, dann das Weizenmehl, Salz, Hefe, ein Backmalz, unser Schweineschmalz und das Wasser. Wir haben jetzt unseren Teig mit einer Zweigangmaschine geknetet. Er wurde etwa 6 Minuten langsam und 5 Minuten schnell geknetet. Wenn Sie eine Eingangmaschine haben, beträgt die Knetzeit genauso etwa 11 Minuten. Wobei man halt immer dazu sagen muss, egal ob bei Ein- oder Zweigangmaschine, ist diese Knetzeit, die angegeben ist, nur ein Richtwert. Weil wir kneten aber unseren Teig so lang bis zur Fensterprobe. Dazu nehmen wir uns einfach mit mehligen Händen ein Stückchen vom Teig raus und ziehen das aber zu einem dünnen Häutchen. Und jetzt sieht man hier, haben wir hier ein wunderbar stabiles Teiggerüst und dann ist unser Teig fertig geknetet. Nach der Teigruhe können wir jetzt unsere Doppelwecken abwiegen. Dazu nehmen wir einfach den Arbeitstisch und holen unseren Teig aus dem Kessel. Nachdem wir jetzt unsere Stücke abgewogen haben, tun wir unsere Doppelbecken aber rund schleifen. Dazu nehmen wir so ein Teigstückle und tun das mit kreisenden Bewegungen aber eine Oberflächenspannung erzeugen. Durch das, dass wir das von allen Seiten unten so einfalten mit Druck von oben, entsteht aber unten an dem Doppelbecken ein Schluss, der dann komplett geschlossen ist. Und oben haben wir wunderbare Spannung, wenn man drauf drückt. Und dann können wir das Ganze jetzt selber auf unser Lochblech mit Dauerbackfolie setzen. Wenn wir dann immer zwei Stücke haben, setzen wir die wie so ein Pärchen zusammen. Das gibt dann aber unsere Doppelwecken. Wir haben jetzt unsere Doppelwecken ausgeformt. Jetzt tun wir sie mit der Gärfolie abdecken, damit sie in der Stückgare wunderbar aufgehen können. So, bevor wir jetzt unsere Doppelwecken einschneidet, nehmen wir aber die Gärfolie runter. Lasse die Doppelwecke aber etwas anhauten, damit wir sie besser einschneiden können. Wir sehen jetzt ja, die haben eine ganz leichte Haut bekommen und jetzt können wir sie einfach mit unserem Baguette-Messer besser einschneiden. Da gucken wir natürlich, dass wir auch schön tief einschneiden, also ruhig auch ein zweites Mal nachschneiden. So, nachdem wir jetzt unsere Brötchen abgesprüht haben, kommen sie jetzt direkt in den Ofen rein. Das war jetzt das Video zu unseren Doppelwecken und dann wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Nachbacken.